Wir sind hier im Ostviertel in Steinerkirchen. Gemeinsam haben wir die Woche Holy Spirit erlebt. Die Eindrücke von diesen christlichen Sommertagen, die erzählen wir euch jetzt. Hallo, ich bin die Magdalena und ich bin zum zweiten Mal beim Holy Spirit und mir gefällt es da wirklich gut, weil wir sind da alle wie eine kleine Familie und ich freue mich schon auf nächstes Jahr, weil ich komme fix. Ich bin Andreas und ich bin schon oft hier gewesen am Holy Spirit und mich erstaunt jetzt mal wieder, wie sie die jungen Leute über ihren Glauben austauschen in allen Situationen. Und das beeindruckt mich immer wieder und freut mich aufs Neue. Ich bin die Isi, ich bin zum zweiten Mal am Holy Spirit und ich genieße das sehr hier, weil die Gemeinschaft einfach voll super ist und man mit jedem über alles reden kann und das gefällt mir halt voll. Hallo, ich bin der Alex und ich finde das super da. Kann man nicht Leute kennenlernen und Freundschaften schließen und Bekanntschaften kennenlernen. Ich bin die Magdalena. Ich bin zum ersten Mal im Holy Spirit. Und vor dieser Woche war ich keine überzeugte Christin. Und jetzt nach dieser Woche bin ich es immer noch nicht. Aber die Gemeinschaft und der Austausch mit den anderen hat mich einfach motiviert, weiter nach den Antworten auf die Fragen des Lebens zu suchen. Hallo, ich bin Lukas. Ich habe beim Holy Spirit mitgearbeitet und fand es einfach großartig zu sehen, wie Jugendliche Jesus erleben und wie Jesus das Herz von Jugendlichen verändert hat. Und habe selber Jesus erfahren dürfen und Jugendliche dabei begleiten dürfen und mit ihnen darüber sprechen dürfen, wie sie Jesus erleben und wie sie mit Jesus leben. Und ich bin der Bruder René und für mich waren diese Tage wie ein großes gemeinsames Essen. Und ich habe den Eindruck, dass von vielen und auch von mir ein Stück weit der Hunger nach dem Großen im Leben, nach Gott, gestillt worden ist.